Der Herbst ist die richtige Zeit, um Stauden zu teilen. Und das haben wir auch gemacht. Und zwar ist das nur ein To-Do, die wir für euch exklusiv zusammengestellt haben. Im November, im Herbst und im Übergang zum Winter ist der richtige Moment, sich die großen Bäume im Garten mal anzuschauen und zu untersuchen, ob sie totes Holz haben. Totholz sollte nämlich entfernt werden. Im Winter können wir ja schön die Kronenstruktur des Baums uns angucken. Und wer im Sommer einen Blick drauf geworfen hat, der hat wahrscheinlich schon den einen oder anderen toten Ast entdeckt. Und jetzt im Winter ist eine wunderbare Zeit, dieses tote Holz zu entfernen. Warum muss totes Holz aus den Bäumen raus? Einerseits fällt es einem vielleicht beim Sturm auf den Kopf, das ist nicht gut. Und andererseits ist das natürlich immer ein Angriffspunkt für Pilze oder auch für andere Schädlinge, die sich dort einnisten. Und deshalb im Sinne der Gesunderhaltung der Bäume jetzt das Totholz entfernen. Wenn man so einen dicken Ast entfernt, der ja auch einiges an Gewicht hat, dann macht man zuerst einen Schnitt von unten etwas entfernt vom Stammansatz und dann einen Schnitt von oben und dann bricht er praktisch über den Stummel weg, ohne dass die Rinde weiter aufreißt. Den Stummel lassen wir nicht stehen, sondern schneiden ihn auf so einen Astring zurück. Dabei immer so schneiden, dass die Querschnittsfläche möglichst klein bleibt. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblinge. Das ist meine Pflanzempfehlung für den Dezember. Und zwar ist das eine Kamelie, aber eine besondere Kamelie. Die duftet nämlich toll. Das ist eine Herbstkamelie. Camellia sasanqua. Also wenn ihr sowas haben wollt, dann müsst ihr speziell nach Camellia sasanqua fragen in der Baumschule. Denn die normalen Kamelien, die heißen Camellia japonica. Und die Herbstkamelie, die blüht nämlich ja, so um Weihnachten rum. Und es geht manchmal schon im Oktober los und dann blüht sie bis Weihnachten. Während die anderen Kamelien ja erst im Frühjahr, also im frühen Frühjahr blühen. Ich topfe sie jetzt hier ein in einen Topf, denn sie soll komplett drinnen bleiben in einem kalten Wintergarten. Man muss wissen, die Herbstkamelie ist nämlich nicht so frosthart wie die normale Kamelie. Und deswegen ist sie bei uns idealerweise in einem kalten Wintergarten und wird euch jedes Jahr zu Weihnachten mit ihrer Blüte erfreuen. Und noch ein Tipp zur Erde. Das hier ist Rhododendron-Erde. Also man pflanzt Kamelien in Rhododendron-Erde. Und zwar ist das torffreie Rhododendron-Erde. Denn wir wollen ja nicht so viel CO2 produzieren. Und da gibt es inzwischen wunderbare torffreie Kamelienerde, Rhododendron-Erde. Also mein Tipp, die Herbstkamelie. Jetzt im Dezember zu Winteranfang müssen wir an unsere immergrünen Kübelpflanzen denken. Die wollen nämlich keinen Frost abbekommen. Und so einen Olivenbaum, den kann man jetzt wunderbar draußen einpacken. Am besten auf eine isolierende Unterlage stellen, wie etwa Holz. Es könnte auch Styropor sein. Dann braucht ihr eine Noppenfolie. Diese Luftpolster machen enorme Isolation. Und ich habe draußen drum noch mal so einen Jutesack als optisch nettere Variante gepackt. Was ich hier mache, das könnt ihr so im Rheintal, Köln-Bonner Bucht, überall ruhig draußen machen. Irgendwo anders, wenn es da kälter ist, wo ihr seid in Deutschland, da müsst ihr euren Olivenbaum besser nach drinnen bei um die 5 bis 10 Grad überwintern. Für obenrum brauchen wir unbedingt ein Frostschutzvlies. Das ist wichtig, gerade bei kaltem Wind. Da sind die auch sehr empfindlich. Und das bringt immer einige Grad plus, weil einfach dieser Wind-Chill-Effekt nicht auftritt. Praktisch sind so neue Fliese, die man einfach so immer wieder verwenden kann. Mit einem Reißverschluss. Und auf die Art und Weise, schön ans Haus gerückt, sollten eure immergrünen Kübelpflanzen jetzt für den Frost vorbereitet werden. Viel Erfolg! Kakteen werden nicht immer gleich behandelt. Sie haben so im Frühjahr ihre Wachstumszeit, dann werden sie gegossen und bis in den Sommer, bis zum Herbst hinein gut kultiviert an einem warmen Platz, auch mit Dünger. In der Zeit blühen sie, wenn man Glück hat, aber den Winter über brauchen sie eine Ruhephase und die Ruhephase bedeutet kühle Temperaturen und kein Wasser. Ideal ist so ein Platz
um die 10 Grad. Das kann hier so ein kalter Wintergarten sein, das ist optimal. Also sie werden jetzt nicht mehr gegossen. Man fängt damit so an, weniger zu gießen, ab Oktober etwa. Aber so im Dezember sollten sie auf jeden Fall an ihrer Ruheposition stehen. Ja, und wer sowas nicht hier hat, dem empfehle ich vielleicht noch einen anderen Platz, wo man sie hinstellen könnte. Kommt mal mit. Und hier haben wir auch so einen Platz, wo man wunderbar Kakteen überwintern kann. Das ist ein Fenster, einfach verglast, also kein Doppelglas. Da kommt viel Licht durch. Dieser Heizkörper ist nicht an. Das ist ein Wirtschaftsraum hier. Und so eine ähnliche Situation habt ihr vielleicht auch im Treppenhaus oder einem Dachfenster, im Dachstuhl oder etwa in der Garage, wo ein Fenster in der Garage ist. Hier haben wir jetzt zurzeit 10 Grad und das ist optimal für die Überwinterung. Also hier bleiben sie stehen, ohne Wasser, wie gesagt, die nächsten 3 Monate bis so Ende Februar und dann wird wieder langsam gegossen. Das hier sind nicht alles Kakteen, also das ist auch eine Echeveria und das ist ein Kürbisgewächs aus, ich glaube aus Afrika, aber auch das sind Sukkulenten, die den gleichen Rhythmus brauchen, also eine kühle Ruhezeit ohne Wasser. Viel Erfolg mit euren Kakteen. Im November, gegen Ende der Saison, sieht unsere Knollenbegonie so aus. Das ist auch ganz normal. Knollenbegonien, die kommen aus Südamerika. Und wenn ich jetzt hier an diesen letzten Austrieben ein bisschen bewege, dann fallen sie schon ganz normal ab. Das sind also die krautigen oberirdischen Teile, die sowieso vergehen. Und in der Erde selber ist eine feste Knolle, die jetzt trocken überwintert wird. Das Wichtige ist aber, dass die Knolle selber keinen Frost abbekommt. Also Knollenbegonien brauchen mindestens 10 Grad oder ich sag mal 5 bis 10 Grad, das ist auch noch akzeptabel und werden trocken gehalten. Und hier sind wir in so einem kalten Wintergarten, hier wird es maximal oder minimal 5 Grad und das ist ein wunderbarer Platz, um den Topf einfach so zu überwintern. Entfernt vorher wirklich alle krautigen Anteile, macht es noch ein bisschen sauber. Ich schreibe mir auch immer dann auf, was in diesem Topf ist. Ich hatte in der Tat letztes Frühjahr wirklich gerätselt, was in diesem Topf ist. Und als dann die ersten Austriebe wieder kamen im Frühjahr, da wusste ich, ah ja, es ist die Knollenbegonie. Also Überwinterungsplatz für Knollenbegonien, frostfrei im kalten Wintergarten. Im Herbst empfiehlt es sich, eine dünne Schicht Kompost auf den offenen Boden zwischen den Stauden zu verteilen. Am besten nehmt ihr 2-jährigen, gut abgelagerten Kompost. Kompost enthält viele Humusstoffe und es gibt da drin den sogenannten Nährhumus. Das sind dann schon die Nährstoffe fürs nächste Jahr. Da hat man eine gute Startdüngung. Und der Dauerhumus, der verbessert langfristig den Boden. Der sorgt dafür, dass zum Beispiel schwere Böden leichter werden, durchlässiger. Und leichte Böden, also sandige Böden, können besser Wasser halten und Nährstoffe festhalten. Also diese Kompostgabe im Herbst ist eine ganz wichtige Sache. Gehört auch wirklich zum Kreislauf im Garten dazu. Und wenn ihr das mal vergessen habt, kann man das natürlich auch noch im Frühjahr machen. So hat man auf jeden Fall in der Herbstzeit, wo ja jetzt nicht mehr so viel ansteht, außer vielleicht das Staudenteilen, den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und dann empfehle ich noch, gerade die Pflanzen, die jetzt im Boden sind, zum Überwintern. Hier sind auch gerade welche frisch hingepflanzt worden. Hier ist zum Beispiel Frauenmantel. Die brauchen eigentlich auch noch einen Winterschutz, gerade wenn sie frisch umgepflanzt worden sind. Und das kann man zum Beispiel auch im Staubenbeet wunderbar mit Laub machen. Man hat im Prinzip die gleiche Situation wie im Wald. Eine Laubschicht isoliert den Boden vor allzu tiefen Temperaturen und schützt die Pflanzen. Viel Erfolg! Ja, der Herbst ist auch genau die richtige Zeit, um Stauden zu teilen. Im Prinzip gibt es 2 Phasen, den Herbst und das Frühjahr. Aber der Herbst ist die Zeit, wo immer noch Wurzelwachstum stattfindet. Und da ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Es gibt eine kleine Faustregel. Pflanzen, die im Frühjahr oder im Sommer blühen, teilt man im Herbst. Richtige Herbstblüher, Astern etwa, teilt man im Frühjahr. Also man muss sich diesen Zeitpunkt des Teilens und Vermehrens
möglichst weit weg von der Blütephase denken. Dann seid ihr immer auf der richtigen Seite. Aber wer es gar nicht weiß bei seinen Pflanzen, der macht im Herbst eigentlich nichts falsch. Wie gesagt, das Wurzelwachstum findet noch statt. Oberirdisch passiert natürlich nicht mehr viel. Als Werkzeug gibt es eigentlich zwei wichtige Dinge, eine Grabegabel und einen scharfen Spaten. Hier haben wir jetzt Lysimachia, das ist der Gelbweiderich, eine schöne gelbblühende Staude und die breitet sich so ein bisschen über Rhizome im Boden aus und der Horst wird dann so langsam größer. Und da steche ich jetzt kreisförmig rundherum ab. Vom Rand her sind die Pflanzen natürlich die jüngeren Pflanzen. Mitten im dem ganzen Gebiet, das sind die älteren Pflanzen. Und dort sind auch die Wurzelanteile am ältesten und deshalb auch am verbrauchtesten. Das ist übrigens auch der Grund, warum man Stauden immer mal teilen sollte. Denn sonst überaltern sie und vergehen unter Umständen irgendwann. Und durch dieses Teilen verjüngen wir sie. Ist klar, so in der Mitte, da sind natürlich über die Jahre auch die Nährstoffe verschwunden. Okay, bei der Gelegenheit wird dann so ein bisschen auch gesäubert. Hier sehen wir die schönen Rhizome. Hellrosa, knackig, wunderbar. So können wir also die Pflanze verpflanzen an einen neuen Standort. Hier dieser Gelbweiderich, der mag es gerne feucht und sonnig. Denkt daran, auch bei Regenwetter gut anzuwässern beim Neupflanzen und wählt immer den richtigen Standort für die neuen Stauden aus. Also ich habe hier ein paar Beispiele mal mitgebracht. Das hier sind Bergenien. Bergenien, die mögen es halbschattig bis sonnig, aber keine pralle Sonne und mögen einen sehr humosen Boden. Oder hier, das ist Geum, Nelkenwurz. Mag es auch gerne schön mit humosem, durchlässigem Boden. Das ist Heuchera. Gibt es in vielen verschiedenen Farbschattierungen. Das ist so eine typische Schattenstaude. Das hier ist wiederum etwas, was die pralle Sonne braucht. Das Sonnenröschen. Also das kommt gleich an einen sonnigen Standort. Ich würde mal sagen, für euch, ran an den Speck, geht in den Garten, guckt mal, was ihr teilen könnt und tauscht euch untereinander aus. Denn das macht ja die große Freude beim Gärtnern aus, dass jeder Sammler ist und man unter den Sammlern immer tauscht. Viel Erfolg!